Mit unwahrscheinlich meine ich, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Oh. Ich hätte... Ja, finde ich auch, klar. Ich mach gar kein Licht mehr an. Entspann dich, Kollege. Welcome back, ladies and gentlemen. Ich bin Solb Psycho, ich bin wieder am Start mit einer weiteren Runde Phasmophobia und heute mal wieder im mal 15 Multiplikator unterwegs. Am Ende des Videos werde ich euch nochmal die Einstellungen zeigen. Dann könnt ihr sie so übernehmen oder euch Screenshots machen oder whatever. Für alle, die jetzt noch nicht auf dem Discord vorbeigeschaut haben. Und wie gesagt, wenn ihr selber noch Einstellungen habt, die ich gerne mal testen sollte, zocken sollte oder vielleicht sogar für mal 20, also für die anderen Apocalypse Challenges, dann gerne auch mir schicken. Gerne auch für Solo-Modus, denn ich bin ja eher Solo unterwegs. Und ja, dann würde ich sagen, Ladies and Gentlemen, let's go. Eric Hall, wir brauchen einen Bewegungssensor, Kruzifix, EMF. Wir befinden uns im Willow Street House. Und ich habe wieder vergessen, dass ich ja keine Taschenlampe verwenden kann. Das ist Genius, deswegen Fotoapparat. Okay. Und fast hätte ich das Wichtigste vergessen, die Sanity Pin zu nehmen. Denn wir starten ja grundsätzlich mit 0% Sanity. Das ist unvorteilhaft, wenn man dann natürlich ins Haus geht und keine Sanity Pin genommen hat. So, Abmarsch. Ich kann nicht sprinten. Ich fühle mich super. Und natürlich an die Lichter denken. Wir haben die Box, können wir direkt ein Foto machen. Und hier haben wir den Knochen. Sehr schön. Schöner Start. Und diesmal hoffentlich auch ein... Gut, ein dreistelliges Knochenfoto. Okay. Ich warte jetzt hier nur kurz. Es sollte aber schon temperiert sein. Ihr seht es ja, der Breaker ist schon die ganze Zeit an. Das Licht hier lasse ich an. Könnte zwar dann hinten raus ein bisschen eng werden, aber wir müssen ja auch hier die ganze Zeit durchgehen. Wenn unsere Sanity oben bleibt, lassen wir hier die Lichter an, die wir durchgängig brauchen. So, boop. Hier ist der Breaker. Das ist schon mal gut zu wissen, für den Fall, dass er ausgehen sollte. Man hofft jetzt natürlich immer auf sowas wie einen Djinn. Also auf einen Geist, der den Breaker nicht ausmacht. Ah. Achtet auf die Temperatur, Ladies and Gentlemen. Es geht ein bisschen runter. Aber ich denke, es ist einfach noch, nur noch nicht temperiert. Ja, wobei, da hatte ich jetzt gerade im Hinterkopf. Das wäre natürlich super, wenn hier der Geist wäre. Das wäre perfekt. Er hat mir mal im Hinterkopf. Wir schauen mal weiter. Ist natürlich immer ein bisschen doof, wenn man den Knochen bereits gefunden hat. Dann hat man nicht mehr unbedingt einen Grund, durchs Haus zu gehen. Da ist es nur nervig, wenn man dann noch den Geistraum suchen muss. So, hier natürlich auch Lichter machen, ganz klar. Und ihr merkt schon, heute bin ich hier nicht so im Tryout-Mode wie in der Apocalypse-Challenge, also sprich keine Kerze. Denn in kleineren Häusern geht das wunderbar auch ohne. Wo bist du? Zeig dich, mach mal, spiel mit mir, sind die Kinder, bist du alleine? Darf ich dir eine Frage stellen? Wer bist du? Das ist dein Haus, bist du glücklich, sind wir Freunde, kannst du irgendwas machen? Danke dafür. Wie heißt das eigentlich? Eric Hall, bist du hier? Wo war das? Rechts. Spraydose. Garage. Warte, hier Licht aus. Könnte aber auch unten gewesen sein. Darf man jetzt nicht verwechseln, denn das ist ja auch in der Richtung. Aber hier das einmal das Bild. Zweier. Und dann hier drin die Spraydose. Dreier. Schauen wir mal, Temperatur hier oder... Ne, hab ich... Doch, hier 4 Grad Monobällchen hat sich temperiert. Let's go. Wir hätten jetzt natürlich auch Fotos machen können von den Objekten und ich würde das gerne mitnehmen, da es nervt mich, dass es jetzt hier im Weg rumliegt. Das sieht voll unschön aus. Hm? Muss die ganze Zeit dran denken. Aber das ist okay. Es ist okay. Und ich muss aufpassen, wenn ich sage, es ist okay, denn dann kriege ich direkt einen Ohrwurm von der Herbert Grönemeyer. Und das ist schwer zu widerstehen, da nicht mitzusingen. So, bup, bup. Habe ich 2 Gegenstände gedroppt? Ja. Ich habe sogar alle mal gedroppt. Ich bin... Alter, ich fühle mich gerade mega cool. Denn normalerweise droppe ich immer nur 2 Gegenstände, weil es ungewohnt ist, dass ich 3 Beweismittel dabei habe. Und da hinten ist Licht an. Aha. Hab mal schon das Bettchen, da drüben auch. Aha. Aha. Okay. Also es sind noch sehr viele Nachbarn. Die wollen wahrscheinlich alle mich hier ausspähen, wie ich hier Geisterjagd betreibe. Oder es sind andere Geister, die jetzt wach werden und sich denken, okay, komm zu mir. Okay, da, dieser Gedanke macht mir eine Gänsehaut. Schau mal kurz hier. Wir haben noch nichts gehört in Sachen... Freezing. Yep, Freezing. In Sachen Tür bewegt, aber hätte ja sein können, dass hier irgendwo schon irgendwas bewegt worden ist. So. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend?
Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Jo. Zurzeit ist leider kein Geist erreichbar. Das Gute ist, mit diesen Einstellungen kann der Geist auch den Geistraum nicht wechseln. Sprich, ich habe einen Geistraum gefunden und er wird immer da drin sein. Was wird das für ein Geräusch? Ich dachte gerade, er hätte den Breaker bewegt da. Aber offensichtlich ist das Licht noch an. Ich bin mir nicht 100% sicher, aber dieses Geräusch und die Tatsache, dass der Breaker noch an ist, könnte das Djinn-Event gewesen sein. Dass er seine Fähigkeit genutzt hat und das hat man am Breaker. By the way, das hier bedeutet nicht, dass der Geist jetzt hier ist. Das hier kommt einfach nur zustande, weil der Geisterraum direkt hinter dieser Wand ist. Sprich, diese Wand hier, leider auch diese Seite, gehört sozusagen noch zum Geisterraum. Deswegen kann er hier auch Gegenstände runterwerfen. Ihn da nicht verwirren lassen. Das hat mich sehr, sehr häufig in der Vergangenheit schon verwirrt. So, aber es könnte wirklich sein, dass dieses Geräusch dann Breaker und die Tatsache, dass der Breaker noch an ist, das Djinn-Event gewesen ist. Das wäre jetzt natürlich super, dann Geist dieser Kant nach 5 Minuten. Hätte ich nichts dagegen. Bewegungssensor, Kruzifix. Für einen Djinn bräuchten wir EMF-5 oder was war das andere? Djinn. Fingis konnten wir noch nicht checken. Ich nehme jetzt trotzdem Videokamera und alles mit, denn auch wenn wir jetzt vielleicht eine Vermutung haben, alles einmal abdecken. Alles einmal abdecken. Wir brauchen ja 3 Beweise, was bedeutet, wir müssten Fingis kriegen, wir müssten EMF kriegen. Djinn. Könnte natürlich auch ein Mimic gewesen sein, der einfach die Fähigkeit von Djinn genutzt hat, ne? Darf man jetzt auch nicht vergessen. Aber der Breaker ist aus. Der Breaker ist aus, dementsprechend eher unwahrscheinlich, dass es ein Djinn noch ist. Und mit unwahrscheinlich meine ich, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Upp. Ich hätte... Ja, finde ich auch, klar. Ich mache gar kein Licht mehr an, entspann dich, Kollege. So. Jetzt hoffe ich auf einen Orb. Also entweder auf die Beweismittel für den Djinn oder auf den Orb, denn Orb könnte Richtung Mimic gehen und das wird bedeuten, dass der Mimic die Fähigkeit vom Djinn vielleicht hätte einsetzen können. Schauen wir mal, was wir hier so sehen. Irgendwas bewegt sich hinterm Auto. Könnte das ein Orb sein? Am Sitz hat man, erkennt man immer sowas so ein bisschen. Merkt ihr das? Genau hier. Hier am Sitz. Über meinem Kringel. Das ist doch ein Orb, oder? Ja, den sieht man ganz leicht, aber ist halt etwas doof, aber Orb. Orb, check. Orks, Fingis müssen wir nochmal kontrollieren. Das Buch wurde bewegt. Wenn es jetzt nicht beschrieben ist, ist das Buch raus. Ne? Wenn es beschrieben ist, also wenn es jetzt nicht beschrieben ist, dann können wir es so ausstreichen. Sollte es beschrieben sein, dann ist natürlich klar, was wir haben. Okay, aber ich schaue jetzt hier nochmal kurz drauf, für den Fall, dass wir doch nochmal Dots oder sowas haben. Jetzt sehen wir auch den Orb wunderschön. Aber dort sehe ich keine. Dort sehe ich keine. Ich probiere dann nochmal die Box. Räucherstäbchen mitnehmen, dann langsam wird es ein bisschen haarig. Und ich darf nicht vergessen, sowas wie, ja, kann ich nicht machen. Bewegungssensor, Kruzifix kann ich machen, Bewegungssensor mitnehmen. Lassen wir es auf den Jagd ankommen, ist dann die Folge. Wenn also für das Kruzifix. Ja, ungern. Ja, sehr, sehr ungern. Aber in dieser Auswahl, Mimic wäre noch drin für Fingis und Box. Oh Mann. Ups, nee, ich wollte den nicht mitnehmen. Da wurde schon wieder was bewegt. Wir dürfen nicht vergessen, hier drin haben wir jetzt kein Licht mehr. Was bedeutet, es könnte eng werden. So, also, was wollten wir jetzt? Nochmal die Box checken. Buch kontrollieren. Buch ist unbeschrieben, hier sehen wir es. Nochmal die Box checken. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du hier? Zeig dich. Wo bist du? Wie alt bist du? Bist du wütend? Bist du hier? Zeig dich. Okay, Fingerabdrücke konnten wir noch nicht kontrollieren. Wir schauen jetzt trotzdem mal, ob wir hier irgendwas sehen. Hätte ja sein können, dass in den letzten 2 Minuten hier ein Typ bewegt hat, aber nö. Also Buch komplett rausstreichen. Momentan, was wäre plausibel? Box haben wir getestet, war nicht. Dots haben wir angeschaut, war auch nicht. Dementsprechend wäre jetzt eben F5 plausibel, dann kommt aber nichts mehr raus. Und wäre es raus, dementsprechend wäre das hier eigentlich am plausibelsten. Fingerabdrücke, der Breaker wurde ausgemacht, wäre möglich. Wäre möglich. Was mir gerade einfällt, das kann auch sein, dass er bei dem Breaker einfach nur die Klappe bewegt hat. Also eben F5 kann es ja schon gar nicht mehr sein. Selbst wäre es ein Mimic, kann es kein EMF5 mehr sein.
Ja, dann das mit dem F5 wäre mit Kraus, ne? Das meine ich damit. Deswegen kann es eigentlich nur noch diese drei sein. Deswegen schaue ich jetzt nochmal nach Dots. Sollten das keine Dots sein, sind es... Da war schon wieder Breaker, aber das war die Tür. Ich bin bei den Fingis. Und was wir noch an Beweisen... Okay, übertreiben. Hanzo kann er 50 jagen, genauso wie die anderen Geister, die wir jetzt noch offen hätten. Onryo nicht. Der kann auch höher, aber... Ja. Also, wir können gerne jetzt hier nochmal kurz nach Dodge schauen, aber... Dodge habe ich gar nicht gesehen. Schauen wir nochmal nach, denn doppelt gemoppelt hält besser. Und lieber schauen wir jetzt nochmal nach Dodge, als dass wir Dodge hätten, die wir noch nicht gesehen haben. Und nicht mehr nachschauen. Das würde das Ganze ein bisschen erschweren. Aber Fingis sind sehr plausibel. Und ich habe Schock auf. Nein, keine Dots. Gut, bewegen Sie uns somit rein. In der Hoffnung, dass wir, oder vielleicht haben wir ja das Glück und ihn mal mit einer Tür bewegt. Könnte jetzt natürlich ganz tryhard hergehen und sagen, okay, gut. Ich nehme jetzt die Videocap und stelle sie so hin, dass wir die Tür im Blick haben. Und dann warten wir draußen, bis sie eine Tür bewegt. Dann gehen wir rein. Er hat natürlich wieder mal den Break ausgemacht. Wir haben aber noch 76% Sanity gehabt, was bedeutet, wir können jetzt hier mal kurz im Dunkeln rumgehen. Und ja. So, bup, Breaker ist wieder an. Einmal hier und einmal da. Wunderbärchen. Abmarsch nach draußen. Kruzifix holen. Dann bin ich wirklich im Überlegen, ob ich es auf eine Jagd ankommen lasse. Ich würde dann gerne noch ein Fotoapparat mit reinbringen. Vielleicht Fotos von der Aktion machen, damit wir noch ein bisschen Geld, ein bisschen Geld durch Fotos kriegen. Räucherstäbchen mit rein und dann am besten in den Keller eigentlich. Ja, wobei... Ah, schwer zu sagen, wo man sich am besten verstecken soll. Im Grunde reicht ja schon Klappe halten. Aber, ich weiß nicht. Wie ist das denn? Es könnte sein, dass wir wieder sterben, Ladies and Gentlemen, aber... Ihr kennt mich, ich mag das Risiko. Wir können nur leider hier nicht alles abdecken mit den Kruzifixen. Das ist gerade ein bisschen problematisch. Warte mal, wenn ich das so hinstelle, hier so platziere. So. Ja, dann haben wir auch den Bereich da. Gut, dann haben wir, glaube ich, das meiste abgedeckt. So. Unsere Sanity droppt jetzt die ganze Zeit sehr, sehr stark. Und hier haben wir Fingerabdrücke. Wunderbärchen. Haben wir ein Fotoapparat? Wenn ja, wo? Fotos, schauen wir mal. Fingis. Wunderbärchen. Somit haben wir den Beweis. Wir haben einen wunderschönen Handtuch. Und das ist sehr, sehr ungünstig. Also auf der einen Seite sehr, sehr von Vorteil. Sollte der Breaker anbleiben. Sehr, sehr von Vorteil, GG. Denn das würde bedeuten, dass er noch eher langsamer ist. Während einer Jagd. Im Haus. Auf der anderen Seite ist es eher ein Vorteil für die Challenge, denn eine Handtour hat eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, den Breaker auszumachen. Dementsprechend mussten wir ihn auch schon zweimal wieder anmachen. Das ist eher kontraproduktiv. So, und jetzt nehme ich... Ein Fotoapparat bräuchte ich eigentlich auch noch. Gut, finde ich auch. Da haben wir Feuerzeug schon drin? Hä? Wieso habe ich ein Feuerzeug? Hä? Keine Ahnung. Hä? Habe ich ein Feuerzeug schon drin? Weil eigentlich habe ich doch zwei Feuerzeuge. Oder habe ich das nur genommen und dann wieder hingeschmissen? Das könnte natürlich auch sein. Aber sonst frage ich mich gerade, wieso ich ein Feuerzeug drin habe. Achso, wir haben ja hier schon ein Räucherstäbchen, deswegen. Okay, ich habe nichts gesagt. Ich hätte mich vielleicht auch über die fehlenden Räucherstäbchen wundern sollen. Dann wäre das Ganze ein bisschen entspannter. So, jetzt nochmal nach draußen, letzten Fotoapparat holen. Wir halten uns dann größtenteils im Licht auf. Und sobald wir ein paar Fotos haben, ab in den Keller runter, dort ist es dunkel, da droppt die Sanity und dann werden hoffentlich die Räucherstäbchen den Rest erledigen. Und dass wir das nicht auf eine Jagd ankommen lassen müssen. Das ist... Wir könnten auch Fußabdrücke fotografieren. Ich bin zwar jetzt nicht so der Fußfetischist und freue mich eigentlich nicht darüber, so grün leuchtende Fußabdrücke zu sehen. Abgesehen davon, die Überlegung, wieso man mit den Füßen in irgendwas tritt, das unter UV-Licht grün leuchtet, ist jetzt auch schwierig.
Ja, sei doch nicht, sei doch noch engagierter. Hier, bup, 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 bup. Warte mal, können wir ja direkt Foto machen. Ja, oha. Jetzt weiß ich nicht mehr, welchen ich von denen hier noch nicht fotografiert hatte. Aber ist mir egal. Ich weiß jetzt nämlich nicht, ob ich den schon habe. Oder, also welcher von denen gezählt hat. Deswegen warte ich jetzt auf die anderen noch. Drei Fotos noch. Drei Fotos können wir noch machen. Hier haben wir noch eins und ich glaube, da haben wir noch zwei drauf. Kann das sein? Jo. Okay, dann hoffe ich auf die letzten zwei Salzhaufen. Wir können schon mal hier so ein bisschen im Dunkeln bleiben. Unter Bärchen. Das ist direkt fotografiert. Beweg dich. Danke. Ich wollte gerade sagen, ich habe mindestens zwei Fußabdrücke. Fußschritte gehört. Fußschritte gehört. GG. So, bupp. Also es läuft gerade wie geschmiert. Leider läuft es selten so flüssig und so perfekt. So, ab nach unten. Ist natürlich jetzt doof, dass wir hier sehr, sehr wenig sehen. Wobei, ich will vielleicht lieber ein Schlafzimmer. Denn auch wenn das hier kein Versteck ist in der Hinsicht, fühle ich mich hier sehr sicher. So. Und dann werden wir jetzt einfach die Sanity droppen. Werden währenddessen das Büchlein offen haben und drauf schauen, ob er am Kurzweg schnuppelt. Das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Kurzeffix ist noch da. Wir dürften jetzt bald in Hunting Grange kommen. Also wenn wir jetzt nochmal zum Auto gehen, kann es ein Bait sein. Wir riskieren es. So, finde ich auch. Hab dich lieb. Tschüss. Und ich tappe mal hier die Tür zu machen. Und dann werde ich jetzt mich einfach hinten reinstellen, werde die ganze Zeit mit Büchern offen haben. Und entweder darauf hin, ob eine Jagd kommt oder ob das mit dem Kurzeffix abgeschlossen ist. Denn sollte es mit dem Kurzeffix abgeschlossen sein, haben wir bis zur nächsten Jagd einen Cooldown von 20 bis 25 Sekunden. Manche Geister, wie zum Beispiel ein Dämon, können Shen hunten, bei denen ist dieser Cooldown nicht gegeben. Also, auf 0% sowieso nicht. Also auf 0% haben theoretisch alle diesen Cooldown. Oder fangen sie in der Regel nach diesem Cooldown wieder an. Über 0% ist einmal erstmal dieser Cooldown und dann kann es sein, dass der Geist halt einfach noch keinen Bock hat zu jagen und dass dann noch mehr Zeit vergeht. Aber deswegen möchte ich nämlich jetzt auf diesen darauf warten, wenn hier das Kruzifix durchgestrichen ist, dass wir direkt loslaufen. Dann sollte er engagiert sein und nach diesem Cooldown direkt anfangen, hätten wir dann zumindest 20 bis 25 Sekunden Zeit, das Haus zu verlassen, ohne dass uns irgendwas passiert. Und gerade dadurch, dass wir nicht sprinten können, wird das sowieso schon sehr knapp. Aber da haben wir noch die größten Chancen rauszukommen, ohne dass wir dann im Wohnzimmer sind und er die nächste Jagd startet und die nicht vom Kruzifix geblockt wird. Deswegen ist jetzt natürlich mega spannend. Wir chillen hier, starren auf dieses Büchlein, die Quest. Hoffen, dass er nicht zu uns kommt. Sollte er doch eine Jagd starten und das Kruzifix das Ganze nicht blocken. Und ja, hier an dieser Stelle, Ladies and Gentlemen, mein Tipp an euch, fahrt lieber. Fahrt lieber, ihr wisst, was es für ein Geist ist. Ihr habt noch zwei zusätzliche Quests. Ihr habt Fotos vom Knochen, ihr habt das Objekt fotografiert und ihr habt den Knochen. Oder ihr habt allgemein nicht nur Fotos vom Knochen, sondern allgemein Fotos. Wenn ihr jetzt fahrt, habt ihr mindestens 600 Flocken. Wenn nicht sogar noch mehr. Wenn ihr verreckt, habt ihr gar nichts. Ne? Gut, ein bisschen. $20 oder so. $24. Und hier die Empfehlung, fahrt lieber jetzt. Geht nicht aufs Ganze, aufs Risiko. Denn Jagd hier zu überleben mit diesen Einstellungen ist gar nicht mal so einfach. Okay. Aber ihr kennt mich. Deswegen meinte ich ja auch, ich will viel Geld haben in Phasmo, nicht damit ich ordentlich flexen kann, sondern einfach damit ich auch meine Grenzen gehen kann. Jetzt habe ich gerade wieder Cash und jetzt kann ich sowas machen. Jetzt kann ich den Nervenkitzel hier an mich ranlassen und auch mal eine dumme Entscheidung treffen. Wie zu warten, ob das Kruzifix angeknuspert wird oder er jagt und mich killt. Ach ja, by the way, ich wurde auch. Wir haben jetzt in doppelter Hinsicht ein Problem. Das dachte ich mir vorhin schon.
Der Breaker ging aus. Was bedeutet, jetzt kühlt sich das Haus runter. Es geht jetzt wieder Richtung 10 Grad, vielleicht sogar noch ein bisschen kälter. Und wir haben ein Handtuch. Engagiert. Er ist sehr engagiert. Er ist motiviert, besser gesagt. Alter Vater, dieser Hyperspeed, genau das wollte ich schon sagen. Alles temperiert sich runter und der Handtuch wird schneller, je kälter es ist. Bedeutet, sollte ich dann durch das Kruzifix jetzt geknuspert werden. Ich schaff's ja nicht raus. Wir sehen. Es ist angeknuspert. Gas geben. Jetzt haben wir den Cooldown. Jetzt ist ein Cooldown da. Jetzt haben wir 20 Sekunden, die uns ermöglichen, dass wir aus diesem Haus raus können. Wir könnten jetzt natürlich hier auch noch schnell reingehen und räuchern. Dann hätten wir einen Cooldown von 90 Sekunden nochmal. Kleiner Tipp hier an dieser Stelle. So, aber 20 Sekunden haben ausgereicht. Jetzt konnten wir raus. Denn sonst hätte es sein können, dass wir, wenn die Jagd vorbei ist, vielleicht so ein paar Sekunden noch warten. Dann gehen wir los. Bup, 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 bup. Und die nächste Jagd startet. Aber dadurch, dass eben jetzt schon eine Jagd abgewehrt worden ist, hatten wir jetzt diesen Cooldown. So, deswegen haben wir es rausgeschafft und schaut sich das. Alter, so muss ein Board sein. Der gute Eric Hall, wir haben ihn erkannt. Wobei wir eigentlich nur Fotos von seinen Füßen gemacht haben. Okay, let's go. Also man merkt schon, je öfter man diese Challenge spielt, desto entspannter wird sie oder desto besser läuft sie. Man erkennt mit jedem Run, der nicht funktioniert, erkennt man wieder so einen kleinen Kniff oder so eine kleine Stelle, die man noch ein bisschen improven kann, noch ein bisschen verändern kann. Damit man leichter durch diese Challenge kommt. Und das finde ich sehr, sehr angenehm. Wie gesagt, die Challenge verwende ich auch hin und wieder, wenn ich merke, okay, ich habe wirklich keinen Cash mehr. Dann verwende ich die zum Farmen, denn ihr seht auch warum. 1105 Dollar. Ich bin happy. Ich bin happy und so kann ich dann einfach 2-3 Runs machen, habe ich wieder 3000 Cash. Mit meinem Equipment brauche ich momentan ungefähr 700 für die Auswahl, die ich habe. Und ja, ihr seht das. 6664 Dollar. Ganz ehrlich, wäre das jetzt sehr... Alter, wäre es jetzt 6666, ich werde durchgedreht. Aber 666 ist trotzdem am Start, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Jetzt wollte ich euch ja noch zeigen, welche Einstellungen ich habe. Einmal hier für Spieler. Hallo? Einmal für Spieler. Einmal für Geist. Und einmal für Auftrag. Hier unten seht ihr auch den Schädel. Neben Belohnung mal 15 ist hier ein kleiner Schädel. Das bedeutet hier Bronze Challenge, Bronze Apocalypse Challenge ist am Start. Ich rede jetzt extra noch ein bisschen länger, damit hier dieses Overlay vom Abspann das Ganze nicht überdeckt. Aber dann habt ihr hier, dann habt ihr hier die Einstellungen. By the way, hier seht ihr auch mein Setup, mein Einsatz-Setup, was ich so am Start habe. Und wenn ich mir was gönne, dann das hier. Aber ja, könnt ihr auch gerne übernehmen. Wie gesagt, ungefähr 700 oder sowas kostet dieses Equipment hier. Ist nicht die Welt. Man hat alles dabei, was man so braucht. Ich komme damit gut zurecht und man spart sich auch noch ein bisschen Geld, als wenn man alles dabei hat. Aber gut, Ladies and Gentlemen, dann wünsche ich euch jetzt einen schönen Abend, eine gute Nacht, schönen Tag, je nachdem, wann ihr es angeschaut habt. Haut rein, bis dann. Ciao, ciao.